Die neue Dauerausstellung im Senftenberger Schloss erzählt von Ackerbürgern, Stadtbürgern und Staatsbürgern und vereint 400 Jahre Stadtgeschichte. Vorbereitet wurde die Schau in den vergangenen 2 Jahren ausschließlich von den Mitarbeitern des Museumsverbundes des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Wir haben hier eine alte Dauerausstellung gehabt, die ist jetzt quasi ins 10. Jahr gekommen und nach 10 Jahren haben sich Sehgewohnheiten von Besuchern völlig geändert, da ist das nicht mehr attraktiv. Und da haben wir dann quasi vor 2 Jahren angefangen zu überlegen, wie könnten wir diese wichtige Ausstellung zur Stadt und zur Geschichte der Region erneuern. Und dann überlegt man natürlich auch immer, wie kann man eine Ausstellung aufbauen, ohne dass man permanent nur Vitrinen hat und Texttafeln und so weiter. Und in diesem Brainstorming sind wir dann eben auf die Idee gekommen, quasi 4 Jahrhunderte immer quasi aufzuzeigen mit einem ganz bestimmten Jahr aus dem Jahrhundert. Und uns immer doch die Frage zu stellen, wenn man als heutiger Mensch vor 400 Jahren gelebt hätte, sagen wir mal 1631, wer wäre der Bürgermeister gewesen, wer wären meine Nachbarn gewesen, wie hätte der Marktplatz von Senftenberg ausgesehen. Und das ist so ein bisschen der Ansatz dieses Ausstellungskonzeptes, dass wir den Besucher immer bei sich selber abholen und dass er überlegen kann, 400 Jahre zurück oder 300 Jahre zurück, so und so hätte es ausgesehen, wenn ich da gelebt hätte. Die Besucher sollen sich quasi durch die Jahrhunderte beamen, so das Museum. Dabei stehe jeder Raum exemplarisch für ein besonderes Jahr. Erzählt wird die Geschichte unter anderem mit Informationstafeln, aber auch den klassischen Exponaten. Also die Highlights sind natürlich so etwas wie die Feuerwehr von 1763. Ja, das ist ein Exponat, ein technisches Exponat, was eigentlich über die Wirren der Jahrzehnte, die es danach gab, also groß Glück gehabt hat, dass es überhaupt heute noch da ist. Wir haben in der DDR, also im Jahr 1978, haben wir ein quasi Senftenberger Ei. Das ist so ein Designerstuhl aus Schwarzheide, in ganz in Rot. Das ist ein tolles Highlight. Wir haben die Bürgermeisterbretter aus dem 17. Jahrhundert. Wir haben Bierklappen aus dem 17. Jahrhundert. Wir haben viele, viele andere kleine Exponate, die einen sehr hohen Wert haben, materiell, aber vor allem auch immer ideell. Der Kosmos einer Kleinstadt im Kreismuseum Oberspreewald-Lausitz will alle Generationen ansprechen. Gestandene Museumsbesucher genauso wie jüngere Gäste, die das Schloss womöglich zum ersten Mal besuchen. Für die Kinder ist auch was dabei, Hands-on-Station. Wir beginnen mit einem Thema, was heute sehr passend eigentlich ist. Wir erklären, wie es im 17. Jahrhundert zur Pest kam und man kann sich einen originalen Pestfloh angucken. Also in Corona-Zeiten ist letztendlich genau so eine Pandemie im 17. Jahrhundert ein Ereignis gewesen, das die Menschen bewegt hat, so wie uns heute. Wir haben Medienstationen in den 4 Jahrhunderten. Man kann also auch quasi über ein Touchscreen interaktiv in verschiedene andere Ebenen gehen, unter anderem auch in die Kinderebenen. Wir haben ein Quiz, wir haben ein Puzzle, wir können quasi barocke Damen und Herren anziehen in diesen Medienstationen. Also es ist für die Kinder etwas dabei zum Ausprobieren. Und dann haben natürlich alle unsere Textebenen immer wieder auch die Kinderebene, also wo kindgerecht alles erklärt wurde. Unter den ersten Besuchern der neuen Ausstellung war auch OSL-Landrat Sigurd Heinze. Also ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Das ist ein schöner I-Punkt auf 20 Jahre Museumsverbund im Landkreis Oberspreewald-Lausitz zwischen Senftenberg und Lübbenau. Und ich kann mich nur bedanken bei Herrn Heinz und seinem Team für diese tolle Ausstellung, für die Details, die es hier gibt, für die Informationen, für die Anschauungsobjekte, die also so einmalig sind, dass sie einen jeder nur gesehen haben muss. Senftenbergs Stadtoberhaupt hat die 400 Jahre Stadtgeschichte in 30 Minuten ebenfalls bereits erlebt. Sein Fazit: Der Eindruck ist wirklich super. Ganz viel Mühe haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums gegeben. Herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Also es ist wirklich ganz, ganz spannend, nicht nur die Geschichte zu erleben, sondern auch die kleinen Geschichten dahinter, die Menschen hinter diesen Geschichten, aber natürlich auch etwas Baukultur in unserer Stadt und Stadtentwicklung. Und jetzt sind Sie am Zug. Machen Sie sich selbst ein Bild vom Kosmos einer Kleinstadt. Das Museum Schloss und Festung Senftenberg erwartet Sie in den Herbstferien täglich und anschließend immer dienstags und sonntags von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr.